Weiß nicht, die kannst du hier vorne. Wo bist du gerade? Ach, du bist da am Craften. Wenn ich platziere, siehst du dort auch. Dann können wir ja gleich zusammen ausrichten. Ich will diesmal. Ich hab immer so ein bisschen das Blöde, was ich immer gemacht habe, ist so ein bisschen platzsparend gebaut. Aber das Problem ist halt, dadurch, dass du später immer wieder mal expandierst und so, reißt du dann immer wieder super viel weg und so. Und deswegen habe ich irgendwann dann angefangen, okay, alles klar, ich fange von vornherein schon an und tu sehr weit auseinanderbauen. Und hab dann halt hinterher wenigstens nicht diese Bredouille, das immer alles abreißen zu müssen. Ja, am Anfang, wo ich gespielt habe, ich habe da quasi nicht abgerissen, sondern über andere Bahnen gebaut, weißt du? Das war dann quasi so ein Wirrwarr. Ja, genau. Da war man gar nicht mehr durchgeblickt. Und das versuche ich immer direkt am Anfang auch schon zu vermeiden. Das mit dem Wirrwarr, das kenne ich. Man kann halt, was halt ganz cool ist, klar, du kannst ja diese Ständer bauen, wo du dann dreimal übereinander die Laufbahn setzen kannst und so, ne? Genau, das finde ich auch ganz cool, das mache ich auch immer. Sollte man auch allgemein. Also ich finde das gar nicht verkehrt. So, da habe ich jetzt schon mal die zwei Minen. So, Kupfermine fehlt noch, genau. Mal hier direkt ein Kabel nehmen. Sind vorkonstruieren, aber nachher nicht so viel zu machen. Ein paar Eisenbarren noch. Und dann setze ich die drei Dinger. So. Laufband. Ich habe keine Platten mehr. Was brauchst du? Eisenplatten? Ja, ganz viele Eisenplatten. Für die Laufbänder jetzt erstmal. Hast du noch, oder was? Ich bin am Herstellen, ja. Ich kann dir welche geben. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Mache ich die noch hier komplett fertig, dann müssen das knapp 100 Eisenplatten sein, glaube ich. Oh, 98, ich packe die hier in die Kiste rein. Jo, sind drin. Dankeschön. Gerne. Yeah, da kommt der Eisen. Eben, wir haben nämlich noch nicht diese Ständer, ja. So, auf Container. Kriege ich da schon einen hin? Jo. Müsste es eigentlich aussehen, ja. Ich sehe genau, ja eins auch. So, und die setzen wir jetzt aber mal. Lass mich mal kurz gucken. Also wir haben hier einen hohen Punkt. Ne? Also einen hohen Punkt von der Düne. Das heißt, wir nehmen diesen hohen Punkt beispielsweise nachher auch für die Plattformen. Setz die drei Container jetzt einfach mal hier vor, nebeneinander. Warte. Ja, genau. Genau. Das sollte passen, ja. Einen konnte ich bis jetzt noch machen. Ja, ist ja kein Problem. Und die anderen aber auch noch gleich nebendran. Nehme ich jetzt erstmal den vom Kupfer. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Ungenügend Material. Nein! Was fehlt? Wieder Platten? Ja, ja, klar. ich habe noch super viel Eisen. Ich mache mir jetzt selber welche.
Aber am Anfang brauchst du echt viel für die ganzen Wege. Habe ich jetzt. Kupfer läuft schon mal rein. Was habe ich denn jetzt nicht mehr? Oh, Beton. Okay, jetzt sind zumindest alle drei Materialien schon mal auf dem Weg ins Lager. Das ist schon mal gut. Keine Platten mehr. Ui. Komm dir entgegen. Ich bring dir nochmal 100. Nice. Dankeschön. Gerne. Hier noch Eisen drin? Nee, ne?
Ist ja auch ein richtig tolles Klatschen. Sechzig Platten hätte ich dir noch mal. Ich glaube, die 58 sollten fast reichen. Mal gucken. Ich will hier. Konstruktor brauchen wir, ne? Das sind ja nur T1 Dinger. Naja, was wir brauchen, ist auf jeden Fall die Meilensteine, dass wir höher kommen, dass wir relativ schnell an den MK2 an das MK2 Förderband kommen. Das wäre erst. Also das wäre tatsächlich wichtig, ja. Konstruktor, Kabel 8. Ein Konstruktor, wegen? Was meinst du? Also du willst, warte mal, Konstruktor, genau, Konstruktor brauchen wir insgesamt. Ne, wir brauchen erstmal die Schmelzöfen. Schmelzöfen. Ah ja, stimmt. Und Konstruktor, also wir brauchen beides. Wir brauchen die Schmelzöfen, wir brauchen die Konstruktor und davon ganz viele. Also ich könnte jetzt auf Anhieb Minimum, keine Ahnung, 6 Schmelzöfen bauen. Ja. Oder mehr. Konstruktor habe ich jetzt mal einen gemacht. Ja, wir brauchen. Warte, können wir die Plattform schon bauen? Nee. Können auch gar nichts, weil wir eben nicht genügend Beton haben. Wir müssen Beton umwandeln. Ne? Gut, machen wir Beton. Also wir, diesen Meilenstein müssen wir halt jetzt abschließen. Gut. Okay, ich habe gerade schon rausgenommen. Ich mache auch Beton. Kein Problem. 62 kann ich machen. Ja, diese Eisenrohre da noch. Genau, die 40 Stück. Ja. Oh, es kommt kein Beton mehr an. Warum nicht? Haben wir keinen Strom mehr? Ja, sieht doch noch aus. Ein Strom. Jetzt haben wir wieder Strom. Ja. Ja, jetzt du kommt auch wieder. Kannst ja beide dabei füllen, ne? Wenn's nicht, ja, aber so viele Blätter habe ich noch nicht gesammelt. Warte mal, Holz haben wir aber noch. Holz geht doch da auch rein, oder nicht? Ja, Holz ist besser sogar. Also ja, allgemein immer das hochcraften. Das Maximum. Ja, jetzt. So. Obwohl, warte mal, das lasse ich mal noch aus. Ich mache erstmal die Blätter und dann Holz ist auf jeden Fall drin. Wenn wir brauchen, können wir. Mhm. So, Eisenbarren. Naja, nachher bauen wir dann eh noch diese Biomasse-Generatoren. Wo muss ich die Stangen hinpacken? Die Stangen? Also du hast doch das Crafting-Teil zum Craften da auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist ein Computer. Und da musst du hin und dann musst du einfach nur Doppelklick auf das Material machen. Und dann da ist das hinzu, okay. Genau. Dann haben wir das fertig. Ein bisschen Kalkstein habe ich wieder. Wieso transportiert der hier nicht? Ist der nicht verbunden? Ach scheiße, ich habe den gar nicht verbunden, ey, Trollo. Oh, Strom ausgefallen. Durchgebrannt. Heyo, ich mach wieder. Wir haben zu wenig jetzt. Also zu wenig Power. Müssen mehr Power haben. Ja, ich hab den anderen jetzt auch angemacht. Mhm. Ah.
Du hast keinen Beton mehr einstecken, ne? Nein. Okay. Dann gehe ich nochmal auf Kalksteinsuche und baue nochmal einen dritten Miner. Wir haben den da hinten. Ach, und da ist auch noch einer. 300 Meter, okay. Okay, gut zu wissen. Das heißt, du brauchst gleich wieder Eisenplatten, richtig? Ja. Mach ich dir. Ja, wir brauchen, also das ist halt, also Beton kannst du am Anfang echt nicht, nicht genug haben, ja. Weil du willst ja im Endeffekt alles auf diese Plattform setzen, statt auf den normalen Boden. Und die ganzen Plattformen brauchen Unmengen an, an Beton. Das ist auch ein reines Kalkstein hier. Das ist natürlich sehr gut. Was fehlt mir denn jetzt? Oh nee. Was denn? Ich muss nochmal zurücklatschen. Mir fehlt jetzt Beton, um den einen Miner zu setzen. Ah, scheiße. Ah, ist nicht schlimm. Ja, da kannst du gleich die Platten nehmen bei mir. Ich habe nochmal 100 Held fertig gemacht gerade. Oh, das ist gut. Das könnte gerade so für den Weg reichen. Warte, ich schmeiße die hier hin. Danke. Gerne. Was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte Beton machen, genau. So. 10 Stück. Ich guck mal, dass ich gleich Material herstelle für Schmelzofen und für Konstruktoren. Dass wir die auch gleich ohne weiteres bauen können. Da brauchen wir richtig viele, ja. Eisenstangen habe ich auch nicht mehr einstecken. Brauchst du Eisenstangen oder was? Nicht mal, viel, 20 oder so, 30, genau. Also nicht viele. Ich habe jetzt auch komplett vergessen. Sonst kann ich den Strom und die Förderbänder gar nicht bauen. Oh, dankeschön. Jo. Ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in der Beine. Ist so. So haben wir es gelernt, oder? So, Platten schon aufgebraucht. Ich bin nicht mal angekommen. Aber
Jetzt stellen, gucken wir, also ich werde jetzt eben die restlichen 49 Betondinger herstellen. Und dann schauen wir, dass wir da das erste Upgrade auf jeden Fall kriegen. Wichtig. So, jetzt aber. Drück die Knöpfe. Ach, das ist gestartet. Yeah. Wir haben den Meilenstein. So. Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure. Jetzt können wir nämlich die Fundamente basteln. Building these will provide a grid for more advanced organizing and sectioning of your factory. Und Wände. Ist auch sehr geiles. Beobachtungsturm. Genau, sonst aber noch nichts Neues. Aber das ist schon mal gut. Fundament haben wir jetzt schon mal. Können wir noch einen Beobachtungsturm hinpflanzen? Ja. Eisenplattenfirm mehr. Schauen wir mal, welche basteln. Soll ich die Schmelzöfen dann direkt hinter die Lagercontainer bauen oder was? Gucken wir mal. Ich bastel die jetzt gleich hier den Anfang von der Plattform, ja? Ich bastel dir jetzt gleich eine Plattform. Sobald genügend Beton angekommen ist. Und da kannst du dann eine Eisenplattform. Eine Eisenschmelz, also eine Schmelz. Ne, eigentlich im Endeffekt. Lass mal kurz rechnen. Eine Schmelze. Zwei. Drei Schmelzen, glaube ich, setzen. Woanders. Plus vier für eine für Kupfer. Ach genau, was mir einfällt, ne? Wenn du hier so Gebäude baust, ne? Du kannst, das müssen wir gleich nochmal testen, aber du kannst auf jeden Fall eine Taste drücken, dann klippen die aneinander. Okay, ja, das habe ich nämlich irgendwie nicht hingekriegt bei den Lagercontainern. Warte. Versucht das auch noch mal rauszukriegen. Ich komme gerade noch nicht drauf. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich baue jetzt hier erstmal das Fundament. Das ist ein Teil davon. Ich weiß doch schon gar nicht mehr, wie reißt man nochmal ab? Mit F. Das ist auch schon vergessen, ey. Doch eigentlich schon reichen, oder? Ja, perfekt.
Minuten Abfahrt. Milestone reached. Nice. Conveyor belts can now merge, split and lift to increase the complexity and efficiency of your factory. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline short-range transportation. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Ich habe mir jetzt mal ganz viel Beton besorgt oder Kalkstein besorgt. Ich ganz viel Beton machen und dann kann ich dir eine Plattform setzen. Hab schon angefangen mit der Plattform und da kannst du dann zumindest diese Standardproduktionslinien dann schon mal hinstellen. Dann müssen wir keine Platten mehr bauen. Ja, das wäre schon mal richtig gut. Und dann kommen wir zu dem Punkt. Ich will dann halt, also das ist, ich finde das ist halt besser, also finde das besser, wenn man dann halt hingeht und dann wirklich sagt, okay, auf der, man baut eine separate große Fabrik nur für Eisenschmelzen, also eine richtige Schmelzfabrik so gesehen, macht dann eine Plattform weiter oben drauf, beispielsweise eine Eisenplattenproduktion in groß, ne? Und zum Beispiel auch eine Eisenrohrfabrik in groß und so weiter und so fort. Weil dann hast du hinterher einen guten Überblick und musst nicht immer wieder abreißen. Also quasi, dass jede Ressource quasi sein eigenes Stockwerk hat oder halt ja, genau. Seine eigene Fabrik. Genau, genau. Oder dann halt eine separate Kupferfabrik, ne, wo du halt das mit den ganzen Kupfer machst. Dann hast du halt hinterher auch einen guten Überblick und ich sag mal, wenn das dann im Endeffekt auch die Endproduktionen sind oder du Endproduktionen hast, wo halt daraus erstmal nichts mehr anderes Resultierendes rauskommt, dann erstellst du irgendwo ein Riesenlager und lässt die ganzen fertigen Sachen halt dorthin hinlaufen, ne? Dann gut abgedeckelt, denke ich. Weil ich hab Bilder gesehen von Leuten, ey, was die da gebastelt haben. Da hast du absolut keinen Überblick mehr. Ja. Ich genügend Freiraum. Wir haben ja genug Platz, ne? Wir können uns ja frei entfalten in alle Richtungen. Ja, das ist das, ja. Bauxit. Das habe ich auch noch nie gebraucht. So, jetzt haben wir das. Also jetzt mal Minimum 3 Öfen. 15 Stangen. Schmelzofen. Da rein, da hinten raus. Auf die Plattform hetze sie gerne. Ja, warte, Moment. Können wir schon diesen Verteiler bauen? Nee, ne? Welchen Verteiler? Förderbandverteiler? Warte, genau, die Förderbandverteiler haben wir die schon. Logistik. Förderbandsplitter. Genau, die wir brauchen jetzt in dem Fall. Du musst jetzt ein bisschen Platz lassen. Was haben wir hier? Außen haben wir Kupfer, Mitte war Eisen. Genau, wir brauchen Splitter erstmal noch. Splitter. Was fehlt mir? Also, den musst du setzen, ne? Ich habe jetzt nicht genügend Platten und so. Also du solltest hier auf jeden Fall. Mach mal hier in die Mitte einen Splitter hin. Wir müssen jetzt trotzdem noch ein bisschen weiterdenken, weil du musst die ja auseinander bauen. Warte. Jetzt ist richtig rum, ja. Genau. So, und jetzt kannst du Förderband da dran ballern. Von hier Mittellager. Von dem. Am mittleren erst, okay. Genau, hier an den Splitter dran. Genau.
So, und jetzt können wir. Jetzt kannst du. 1, 2, 3. Ja, das machen wir jetzt erstmal so. Bauen wir hier eine Schmelze hin. Hier eine Schmelze hin. Und hier eine Schmelze hin. Drei Stück nebeneinander. Nur für Eisen. Das sollte erstmal. Gut. Tschüss. Mach's gut. Stop. Schön. Ja, ja, sag genau. Mir mal, ob das einigermaßen richtig steht. Das ist eins nach vorne. Also du musst mehr mittig von dem Platz. Ja. Und jetzt eins zu mir. Ja, stopp. So ist gut. Und jetzt konnte man. Siehst du das? Jetzt siehst du diese blauen Pfeile unten auf dem Boden. Wenn du in der Linie zu dem anderen stehst. So. Ah. So. Genau. Blaue Pfeile. Die blauen Striche halte hier. STRG links gedrückt. Genau. Dann baust du direkt an dem Gebäude dran. Aber du willst aha, ja. Jetzt du willst seh ich's, in ja. der Linie des Splitters stehen. Du willst aber auch in Linie des Nebengebäudes stehen. Und so baust du sie dann. Mhm. Jetzt sehe ich. So eine Linie habe ich da quasi. Genau. Passt so, ne? Ja. Und jetzt den dritten. Genau. Hier hast du keinen Splitter, aber ist nicht schlimm. Aber das Ding passt. So, und jetzt baust du Förderbänder. Hier der mittige, natürlich in den mittleren. Genau, den da rein und dann passt. Der sollte jetzt rein, theoretisch sollte das passen, dass alle drei befüllt werden. Müssen wir die Schmuckstücke nur noch mit Strom versorgen, ne? Ja, dann haben wir erstmal nur die Schmelzen, dann macht der Eisenbarren und dann, ich muss dir jetzt hier die Plattform halt noch weiter erweitern. Und dann brauchen wir Minimum 3 Konstruktoren. Ne, 6 sogar. 6. Ja, 2, 4, 6, 8, 10, da brauche ich 12 Platten. Okay, hätte ich. 8, 16, 24, 32, 40, 48 Kabel. So, habe ich auch zusammen. Stelle ich nochmal ein paar Eisenplatten her. Wie gesagt, hier die Plattform, die können wir später einfach wieder abreißen. Das spielt erstmal keine Rolle. Das ist erstmal nur, dass wir die Grundmaterialien jetzt permanent kriegen. Ja, uns erleichtert, dass wir hier nicht ständig auf den Knopf drücken müssen.